Das Kunstschloss Werdenberg begibt sich 2012 mit Unsichtbar, Stimmen und Spuren thematisch auf die Suche nach dem Verborgenen. Mirella Weingarten, die neue künstlerische Leiterin, kam über erfahrungsreiche Umwege nach Werdenberg. Seit über 15 Jahren macht sich die Berlinerin als Regisseurin, Choreografin und Bühnenbildnerin europaweit einen Namen. So inszenierte sie etwa für die Biennale Venedig, arbeitete für die Bregenzer und die Salzburger Festspiele, für die Komische Oper Berlin und an vielen Orten in der Schweiz, wie Luzern, St. Gallen, Bern und Davos. Ihr Entschluss, nun nach Werdenberg zu kommen, hatte vor allem mit ihrer Faszination für diesen außergewöhnlichen Ort zu tun. Man geht ins Städtchen und dann ist es still. Und dann ist es, als wäre es eine andere Welt und das ist ein Zauber. Und dann geht man eigentlich nur ein paar Schritte hoch und dann ist man im Schloss. Und man ist wirklich von einer Welt in die andere gekommen. Und das finde ich auch sehr speziell an diesem Ort. Du merkst es ja auch temperaturmäßig. Geh mal an einem heißen Sommertag da durch die Türe. Du spürst, dass du auch in eine andere Temperaturzone kommst. Also nur schon das. Es gibt natürlich Leute, die rasen einfach durch, die sehen eigentlich nichts. Aber dann hat es natürlich solche, die bleiben schon auf dem ersten Meter stehen und schauen am Boden und denken sich, ah, wo laufe ich jetzt da durch? Es ist nicht ein Ort, der oben in den Bergen ist, sondern er ist irgendwie auf eine Art auch urban. Es ist eben ein Ort der Werdenberger, aber auch Grabser und Buxer und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Ich möchte, dass das Museum und das Regionale und das Internationale hier an diesem Ort zusammenkommen können. International wird das Schloss über Pfingsten 2012 beim Schlossmediale Festival. 20 internationale Künstler entfalten in Konzerten, Performances, Ausstellungen und Installationen die sicht- und hörbare Essenz ihrer künstlerischen Fährtensuche. Das Thema Unsichtbar, Stimmen und Spuren ist aus dem Schloss heraus entstanden. Direkt hinter mir ist Graffiti zu sehen. Das sind Beschriftungen, die sind uralt. Also das ganze Schloss ist voller Spuren alter Zeiten. Und das hat mich sehr berührt und ich denke, das ist ein schöner Einstieg, das Schloss 2012 für sich sprechen zu lassen. Es gab natürlich hier furchtbare Stimmen, es gab glückliche Stimmen, grandiose Stimmen. Und was natürlich das Faszinierende wäre, wenn man das Gefühl bekommt, also diese Stimmen, die kommen wirklich aus dieser Zeit und sie erzählen uns etwas aus dieser Zeit. Und dass es gelingen würde, mit diesen Stimmen uns auch ein bisschen einfühlen zu können, wie denn das damals war. Unsichtbare Spuren und Stimmen ist für mich etwas sehr Geheimnisvolles, wahrscheinlich für die meisten Menschen. Das deutet darauf her, dass man etwas nicht sieht, dass man über Spuren und Stimmen beachtet oder aufnimmt und dass da draußen Bilder entstanden. Bilder im klanglichen Bereich, aber auch Bilder im visuellen Bereich. Und so etwas von Null auf aufbauen, auch als Überraschung geniessen, finde ich, ist etwas Sensationelles. Es hat ja hier schon sehr viele Dinge, die wie verwunschen sind, verschwunden. Sie sind irgendwie da, aber man sieht sie noch nicht. In der Nacht, da kommen eben tatsächlich ab und zu Stimmen. Es ist ein bisschen, kommt auf den Mond drauf an, das, je nachdem. Und diese Stimme ruft scheinbar heute noch, der Surberger hat recht. Man hat auch gesagt, dass auf dem Klavier von Fräulein Hilti in gewissen Nächten gespielt worden sei, aber Fräulein Hilti war im Bett. Und dieses Klavier hat mich natürlich immer fasziniert, auch als Kind, diese Tastatur. Und zu wissen, dass darauf Geister gespielt haben, das war faszinierend.
Faszination für besondere Orte und deren Kommunikation mit der Kunst sind für Mirella Weingartens Schaffen signifikant. Von leerstehenden Fabrikhallen bis zum Pergamonmuseum Berlin suchte sie sich immer wieder außergewöhnliche Spielorte für ihre Inszenierungen. Der Ort an sich ist da und hat eine wahnsinnige Kraft. Hier spürt man Wurzeln, hier spürt man Geschichte. Und die Verbindung der Künstler mit dieser Geschichte ist immer ein einmaliges Erlebnis. Und ich denke, was man hier machen kann, ist das Internationale reinholen und letztendlich auch Werdenberg nach außen tragen. Die drei Programmsäulen Schlossmediale, Forum Werdenberg und Museum und Geschichte wollen aus Vorhandenem und Neuem ein Gesamtkunstwerk schaffen. Die Säule Museum und Geschichte stellt sich 2012 der Herausforderung, das neu entwickelte Museumskonzept anzutesten und den Wänden mit zeitgenössischen Mitteln die verborgenen Stimmen zu entlocken. Zusammen mit der Schlossmediale Werdenberg integriert sie 2012 die jungen Talente des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs in ihr Gesamtprogramm. Als Spiegelbild der regionalen Künste visiert das Forum Werdenberg 2012 drei Hauptproduktionen an, die alle das Thema unsichtbar Stimmen und Spuren mit aufgreifen. Die große Nachfolgeausstellung A212 mit 10 nominierten Künstlern aus dem Rheintal und Liechtenstein, die crossmediale Show Novecento und das polyphone Projekt Requiem Reloaded mit Chören aus der Region. Das Schloss ist eigentlich der Ursprung verschiedener künstlerischer, kultureller Aktivitäten. Wir haben im Laufe der letzten zwei Jahre jetzt können erfahren, dass es für ganz spezielle Sachen sehr gut geeignet ist, für andere Sachen weniger gut geeignet ist. Und wir tasten es jetzt eigentlich dort vor, wo wir das Gefühl haben, man kann aus dem Schloss so in der Kombination mit dem wunderbaren Gebäude und mit der Atmosphäre, die hier herrscht, etwas Sinnvolles und auch Attraktives, Schönes machen. Ich finde es eben gerade schön, dass der Ort kein Veranstaltungsort im herkömmlichen Sinne ist. Und deswegen finde ich es schön, wenn man das Schloss in Bewegung hält, also gar nicht sagt, setzt euch auf Stühle und hört. Das kann man auch mal machen, aber ich finde, man muss Bewegung in dieses Schloss bringen, durch Installationen, durch Klänge, die aus den Wänden kommen. Der Weg zum Schloss, die Wiesen um das Schloss, all das sollte mitbespielt werden. Schwerpunkt dieses Festivals ist sowohl die alte als auch die zeitgenössische Musik. Dieser Bogen wird geschlagen in Konzerten, in Performances, in Tanzaktionen und Installationen. Besonderen Nervenkitzel im Programm der Schlossmediale 2012 verspricht die schwindelerregende Performance der Tanzgruppe Öff-Öff aus Bern, die Schlossmauern in der Senkrechten begehen wird. Die Tänzerin Laura Siegmund wird im Schloss durch ihr wundersames Auftreten und Verschwinden für Begegnungen der dritten Art sorgen. Magisches vollbringt auch das von der Schweizer Gesellschaft für Mechatronische Kunst eigens für die Schlossmediale 2012 gebaute Theremin. Das ist das einzige Instrument, was es gibt, was wirklich unsichtbar gespielt wird. Und ich möchte das bauen lassen für das Publikum, so dass die Körper des Publikums selber miteinander kommunizieren können, indem sie sich bewegen und damit Klänge erzeugen.
eigens für die Schlossmediale wurde an den renommierten Komponisten José María Sánchez Verdú ein Kompositionsauftrag vergeben. Die Barockgeigerin Leila Schajek wird zusammen mit dem Cembalisten Johannes Keller diese Komposition an Pfingsten auf Schloss Werdenberg uraufführen. Ein außergewöhnliches Instrument wird auch zusammen mit den neuen Vokalsolisten Stuttgart zu hören sein. Das von Sánchez Verdú entwickelte Auraphon. Das sind Gongs, die durch einen Lautsprecher in Schwingung gebracht werden und deshalb aus sich heraus auch anfangen zu klingen. Das Auraphon selber wird als Ausstellungsobjekt im Schloss in diesen 10 Tagen zu besingen und bespielen sein für das Publikum. Faszinierendes bringen auch die bildnerischen Disziplinen mit ins Schloss, wie zum Beispiel die renommierte Fotografin Donata Wenders, die auf ihren Porträts das Innere an die Oberfläche zaubert. Oder wie der Landart-Künstler Chris Drury in seinen Innen-Außen-Interventionen. Das Schloss wird in neuem Licht erstrahlen, es kommt der Videokünstler Lillemans, der das Schloss von außen mit seinen Videoinstallationen verwandeln wird. Verwandlungen erfährt nicht nur das Schloss und seine Umgebung, sondern auch die extern bespielten Orte, wie das Bergwerk Gonzen, worin die Stimmen von Nadja Rees und Sarah Sun aus den tiefsten Tiefen des Berges erschallen werden. Es gibt auch wieder dieses Jahr, wie es natürlich jetzt in den letzten Jahren schon angelaufen ist, ein Stipendiatenprogramm für das Schloss Werdenberg. Die Stipendiaten haben die großartige Chance, jetzt im Städtli wohnen zu können. Sie können dort sich inspirieren lassen, sich vom Schloss inspirieren lassen. Und innerhalb von 5 Wochen werden sie ihr Programm erarbeiten und werden dann auch teilnehmen an der Schlossmediale und werden die Schlossmediale hier mit ihren Arbeiten bereichern. Die Stipendiaten kommen aus den Bereichen Klangkunst, audiovisuelle Kunst, Installation, Skulptur, Landart und experimenteller Instrumentenbau. Ich würde mich freuen, wenn sich das Festival, die Schlossmediale, über die nächsten Jahre etablieren kann. Die bereits erlangte Bekanntheit des Schlosses soll durch die Schlossmediale noch größere Kreise ziehen und zum Anziehungsmagnet für ein regionales, überregionales und internationales Publikum werden.